Hallöchen, ich bin schon im Bild. Ich habe ja gesehen, ihr seid schon zahlreich da, das freut mich natürlich. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören, ihr könnt mich gut sehen, das muss man ja immer erstmal fragen. Wir wollten es uns nicht nehmen lassen, euch noch ganz persönlich einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Wir wollten erst ein Video machen, aber so in 2 Minuten das alles rüberzubringen, sich zu bedanken für das schöne Jahr 2018, das kann man nicht da reinpacken. Ich glaube, da kann man ganz kurz noch miteinander quatschen und ich freue mich auch darauf. Und jetzt muss ich meine Brille aufsetzen, damit ich euch lesen kann. Oh mein Gott, ihr seid ja echt alle da. Ich sag mal an alle Hallo zusammen. Und ihr wünscht mir jetzt schon oder uns jetzt schon alles Gute. Ich weiß ja, ihr habt alle viel zu tun. Es muss auch so viel vorbereitet werden. Vor allen Dingen dann, wenn man Gäste bekommt, dann ist man vielleicht jetzt gerade in der Küche beschäftigt. Aber ich habe gedacht, komm, so 2, 3 Minuten, hat man ja immer mal Zeit, einfach mal Danke zu sagen für das schöne Jahr 2018. Das war richtig schön. Hallo zusammen, hallo. Die Angelika bedankt sich für das tolle Jahr. Nein, wir bedanken uns. Ehrlich, ihr habt so schön unsere Videos geschaut, immer so schöne Kommentare geschrieben. Ich komme fast nicht mehr hinterher. Und das ist genau so, wie wir das gerne haben möchten. Wir bemühen uns natürlich immer, jedem zu antworten. Aber manchmal klappt es eben nicht so zeitlich. Aber eigentlich kommt immer eine Antwort. Boah, ihr schreibt so schnell. Den gleichen Sessel habe ich auch. Wir haben sogar zwei. Schön, ne? Ich habe hier Heiligabend auch gesessen und alle anderen am Tisch und hat meine Mutter gesagt: So, jetzt brauchst du nur noch das Weihnachtsbuch und dann kannst du vorlesen. Hallo Roswitha aus Aachen, wo ihr alle herkommt. Wir haben gerade deine Bowle angesetzt. Ja, das ist sehr schön, Erdbeerkirsche. Die ist auch sehr lecker. Habt ihr denn schöne oder gute Vorsätze fürs neue Jahr? Wir haben gerade überlegt, ob wir Vorsätze fürs neue Jahr haben. Und haben wir, nein, haben wir eigentlich nicht. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Es ist genau so richtig, wie es im Moment ist. Und dann brauchen wir eigentlich keine guten Vorsätze. Und wie sieht das bei euch aus? Habt ihr gute Vorsätze fürs neue Jahr? Der eine möchte ja, weiß ich nicht, ein bisschen abnehmen vielleicht. Das wird ein bisschen schwierig, weil es wird noch das ein oder andere leckere Rezept geben, haben wir uns überlegt. Zumindest ein herzhaftes, ein süßes, das bekommen wir 2019 bestimmt hin. Die anderen möchten aufhören zu rauchen. Ja, die Katze ist auch dabei. Die hat ihr, aber die schläft. Die schläft ja immer. Abnehmen immer. Ja, wir wünschen euch auch alles, alles Liebe und wir hoffen, dass das Jahr 2019 genauso schön weitergeht, wie das 2018 geendet hat. Nämlich für uns richtig schön. Wir haben ja den einen oder anderen Abonnenten dazu bekommen. Da freuen wir uns natürlich auch drüber. Obwohl es immer noch witzig ist, in den Statistiken kann man dann sehen, dass so 60% der Zuschauer gar nicht abonniert haben. Das ist sehr schade und ich hoffe, dass sich das bald ändert und ihr dann alle ein Abo dalasst und vor allen Dingen immer ein Like. So wie jetzt auch hier dürft ihr gerne ein Like dalassen. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Ja, genau, die Vorsätze hält man sowieso nicht ein. Oder 2, 3 Tage und dann wird schon das erste wieder genascht, wenn man sich den Vorsatz gemacht hat, etwas abzunehmen. Gut, nee, den habe ich bestellt. Das weiß ich nicht mehr, müsste ich gucken. Wollen einen Katzenkorb haben. Ah, der ist so schön klein und die dicke passt da auch trotzdem rein. Ne?
Mit der habe ich im Übrigen die Tage ein bisschen trainiert. Sie kann jetzt schon drei Tricks. Ja, sonst konnte sie ja immer nur Pfötchen geben. Jetzt kann sie schon drehen und mit der anderen Hand Pfötchen geben und Männchen machen. Kann sie auch noch. Musste die ein bisschen beschäftigen, weil die ist so faul geworden. Wird immer dicker. Ja, guckst du. Oh, das kann ich also schnell nicht. Gute Vorsätze habe ich keine. Freue mich schon auf die neuen Rezepte im Jahr. Ja, wir sind auch schon fleißig am Arbeiten. Es werden natürlich, also wir haben zumindest vor, mehr Livestreams zu machen und auch mit dem Tom zusammen. Also wir wollen zusammen kochen. Ich glaube, das wird richtig lustig. Aber das werden wir wahrscheinlich oder mit Sicherheit mehr auf Twitch machen. Also wer Twitch noch nicht oder uns bei Twitch noch nicht abonniert hat, der sollte das jetzt tun. Das ist genauso kostenlos wie bei YouTube. Aber da haben wir einfach mehr Möglichkeiten, live zu kochen und zu backen. Und das wollen wir dann auch vermehrt machen im Jahr 2019. Und das mit meinem Mann zusammen. Und da freue ich mich auch richtig drauf. Hallo Ursula, natürlich bleibe ich so, wie ich bin. Ich sage das ja immer. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr 20 und die Jüngste ja auch nicht mehr. Und ich glaube, im Alter verändert man sich nicht mehr. Da bleibt man so, wie man ist. So wie man immer sagt, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Kann ich Holländisch, kann ich gar nicht lesen. Wie heißt das? Twitch. Unten unter diesem Video ist der Link zu Twitch und da auch zu unserem Kanal. Da könnt ihr dann mal drauf gehen und uns da auch abonnieren und dann bekommt ihr das, bekommt man da auch eine Benachrichtigung, wenn man auf Twitch dann live ist, bekommt man auch, wie bei YouTube, auch eine Benachrichtigung, dass wir gerade live sind, aber wir werden da mit Sicherheit immer einen festen Termin machen. Also dass wir vielleicht sonntags morgens oder vormittags da immer zusammen kochen oder backen. Das hatten wir ja Ende des Jahres, Ende dieses Jahres auch schon vor. Das hat zeitlich nicht ganz so gepasst, aber da freuen wir uns drauf und das haben wir wirklich vor. Und ich sehe ja, die Beate ist auch da und bei der Beate Schlattmann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Und sie hat mich die Tage gefragt, ob die Karte noch leuchtet und das wollte ich ihr jetzt mal zeigen. Ich hoffe, du guckst gerade hin. Deine Karte leuchtet immer noch. Siehst du das? Die steht auch hier oben. Herzlichen Dank nochmal und auch für das recht richtig leckere und nette Geschenk. Oh, alle machen heute Bowle. Ja, bei Twitch, das ist schon echt schön. Obwohl so am Anfang war Twitch ja mehr so für die Gamer da. Und das ist jetzt wirklich schön unterteilt in Kochen, in Stricken, in Malen. Das haben die richtig schön gemacht und das macht auch wirklich Spaß da. Und die Leute untereinander sind auch total nett miteinander und das finden wir richtig schön. Ja, fein, fein schmeckt. Da hast du recht. Hier sind richtig nette Leute, aber die haben wir ja immer. Unter jedem Video sind immer nette Leute. Und immer die gleichen. Die Gabriele ist auch da. Hallo. Und Miezekatze. Ja. Was? Jetzt habe ich das nicht gelesen. Ja, das ist schön, dass ihr das alle nachkocht und nachbackt. Auch die Schokobrötchen, die gehen hier weg. Ich habe einen ganzen Teil davon eingefroren und unser Rotzlöffel, der hat vorhin noch gesagt, du hast jetzt vier weniger, ich habe noch vier mitgenommen. Die sind echt lecker. Ja, und ich habe das ja gestern in dem Video noch gesagt, dass ich allen einen guten Rutsch wünsche und die, die mich nicht mehr sehen und die, die mich sehen für heute. Und deswegen sind wir heute nochmal hier, damit wir uns nochmal bei euch bedanken können für das schöne Jahr und euch alles Gute wünschen für 2019. Und vor allen Dingen bleibt gesund.
Das ist so das Wichtigste. Ich glaube, mit dem Alter wird das immer am wichtigsten, dass man gesund bleibt. Ja, Kaffee, Sandra, Kaffee. Sandra ist ja meine absolute Backqueen. Die braucht eigentlich einen Pokal. Irgendwann, Sandra, bastel ich für dich einen Pokal. Mir schon so schöne Bilder. Ihr müsst auf Facebook mal gucken. Die Sandra, die hat mir schon so schöne Bilder geschickt und alle anderen natürlich auch. Aber sie ist da besonders fleißig. Oh, ihr schreibt so viel, ihr schreibt so viel. Wenn ich irgendwas nicht gelesen habe, schreibt das nochmal, schreibt das nochmal. Dann, ich sehe das. Ach, Rosvita, ja, stimmt, du hast ja auch die Lampe. Jetzt habe ich die gar nicht hier stehen. Die ist toll, ne? Ja, ich bin ganz verliebt in die Lampen, auch in die Hängelampe, die an der Wand hängt. Ich finde die so süß. Eigentlich könnte man die überall hinhängen. Finde ich total schön. Ah, das ist schön. Baguette und Birne waren auch total genial. Ja. Und einfach. Ja, sind so einfache Rezepte, die man mal so schnell machen kann, finde ich immer wieder gut. Aber es ist immer im Video auch so schwer zu zeigen. Eigentlich gibt es so viele einfache Rezepte, wo man dann sagt, ey, das kannst du doch nicht zeigen. Das ist so einfach. Aber da kommt ja auch nicht immer jemand drauf oder einfach man braucht auch einfach manchmal eine Idee oder so einen Schubs. Und dann fällt einem das gar nicht ein. Wir haben ja auch Tage, wo wir sagen, was soll man denn kochen? Was soll man denn machen? Und dann sieht man irgendwas und sagt, ja klar, ach komm, das geht ganz schnell, das kannst du mal eben machen. Was hat man zum Essen? Heute gibt es bei uns Filet. Mein Mann hat gerade die leckere Erdnusssoße gemacht. Da freuen wir uns jetzt gleich drauf. Und Reis dazu. Und Eis zum Nachtisch. Weil ihr werdet es nicht glauben, wir sind heute alleine. Und wir freuen uns darauf. Mal ein bisschen Ruhe, den ganzen Abend genießen, richtig schön. Ah, die Claudia hat sich die Wokpfanne. Bin ja belehrt worden von einer Chinesin, dass das kein richtiger Wok ist. Natürlich ist das kein richtiger Wok, ist eine Wokpfanne. Aber wir haben ja alle keine offene Feuerstelle, wo wir so einen richtigen runden Wok stellen können, der dann auf Feuer steht. Das hat ja keiner in der Küche. Aber dieser Wok, der ist schon echt genial. Und das war selbst mal eine Empfehlung von Amazon. Und da hat mein Mann den gekauft. Und ist ja gar nicht teuer, aber wir sind so begeistert davon, sonst hätten wir das ja auch nicht gesagt. Der ist wirklich richtig gut. Wir benutzen den täglich. Der Thomas jetzt gerade auch die Soße drin gemacht, die Erdnusssoße. Der ist bei uns immer in Gebrauch. Jola, ja, ihr seht meinen Mann dann auch mal auf Twitch. Wir werden da zusammen kochen und backen. Ja, hast du Lust zu backen? Mein Mann ist ja eher der Koch. Ja, du musst auch backen. Finde ich jetzt auch. Ja. Ja, das haben wir uns vorgenommen im neuen Jahr, weil wenn wir zusammen kochen, das ist eigentlich immer ganz witzig, dass wir immer so gesagt haben, eigentlich müssen wir mal die Kamera anmachen, wenn wir zusammen kochen, weil wir haben schon einen ganz besonderen Humor miteinander. Vergesst nicht, euer Like da zu lassen. Ich sehe gerade 71 Likes und 307 Zuschauer. So ein kleines Jahresende-Geschenk. Ja, siehst du, Beate, seid ihr auch alleine. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Man kann so einen Abend auch mal zu zweit bzw. zu dritt genießen. Ist auch mal schön. Welches Rezept habt ihr denn oder welches Rezept hat euch denn dieses Jahr am meisten gefallen? Oder welches habt ihr nachgemacht? War so ein Lieblingsrezept, wo ihr sagt, boah, das könnte ich immer wieder kochen oder backen, weil es so lecker war?
Hier ist ja was los. Jetzt mache ich die Cocktailsoße fürs Fondue. Ach, bei euch gibt's heute Fondue. Auch lecker. Ja, man braucht ja manchmal, Caroline, ne? Man braucht ja manchmal, man muss das ja nicht immer so hundertprozentig nachmachen, aber man hat einfach so eine Anregung, ne? Man kann mal irgendwas anders machen. Himmel und Ed, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut. Auch so ganz spezielle Sachen, wo wir dann gesagt haben, na, kann man das zeigen, so wie mit dem Harzer Käse zum Beispiel. Das ist ja, sind ja alles so Sachen. Die sind nicht so alltäglich, das mag nicht jeder, aber wir finden immer, das muss auch gezeigt werden. Das gehört einfach zur guten Küche dazu. Mal eine Hausmannskost, mal so alte Sachen. Jetzt kommt mein Mann ja aus Hessen, da ist der Harzer ja ganz bekannt. Da haben wir gesagt, nee, das müssen wir auch zeigen, auf jeden Fall. Und wenn es dem einen gefällt und dem anderen gefällt es eben nicht. Das Hühnerragout mit dem Pastetchen, ja, das war auch lecker. Und die Jägersoße, das stimmt. Grüne Pfeffersoße, 50 Mal gemacht. Sogar zu Frikus. Ja, ich glaube, die schmeckt auch zu Frikus sehr gut. Die Nikolausplätzchen, ne, das war echt süß. Die sind ja vom letzten Jahr, also von 2017, aber die sind dieses Jahr so viel nachgemacht worden, ne? Richtig schön. Ah ja, und den Stollen, den Marzipanstollen oder den Pistazienstollen. Also was uns ganz besonders, also natürlich machen uns alle Videos viel Spaß, aber ganz besonders viel Spaß hat uns wirklich das Menü gemacht. Ja, diese Drei-Gänge-Menü, das war super aufwendig und das hat echt lange gedauert, ne, bis man so ein Video abgedreht hat. Also wirklich von der Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Klar dauert das im Video. Ihr seht natürlich nur 20 Minuten, aber das bedarf dann schon einen ganzen Tag. Aber das hat wirklich viel Spaß gemacht, das zu machen. Marzipan, Marzipan, ja, ich bin ja auch der absolute Marzipan-Fan. Und Schokolade sowieso. Schupfnudeln. Schnibbelkuchen. Ja, ihr wart fleißig. Ich sehe das schon, ihr wart sehr, sehr fleißig. Wer bekommt denn heute noch viele Gäste und hat viel zu tun? Im Gegensatz zu uns, wir sind ja fast fertig. Ach, ich habe mich gar nicht fertig. Ja, wie immer. Wie immer. Ja, Veronik, da muss ich noch mal gucken. Ich habe das bestellt. Ich habe eins, zwei habe ich bestellt, weil die Dicke so dick geworden ist. Muss ich noch mal gucken, schreibe ich dir dann. Geh zu meiner Schwester, muss noch einiges vorbereiten. Wir sind alleine, wir sind auch alleine, gemütlich zu Hause. Ja, aber viele bleiben zu Hause, ne? Das sehe ich ja selbst bei unseren Söhnen, die Großen, die feiern alle zu Hause. Die haben Freunde eingeladen, machen da Fondue, Raclette, kochen, Spieleabend. Das ist heute gar nicht mehr so. Also man feiert meistens immer zu Hause, ne? Als wir noch jung waren, da ist man mal auf Partys gegangen. Das ist heute überhaupt gar nicht mehr so. Viele sind zu Hause. Aber essen gehen ist auch eine gute Idee, Vanessa. Die, och, die und dick. Die ist ganz schön dick. Ne? Du bist ganz schön dick. Ja. Musste mal meine Wuchtwumme sehen. Oh ja, hast den Topf gemacht, den Fleischtopf. Sehr lecker.
Ja, die hat auch so eine Angst, sie kriecht nachher wieder so in mich rein. Dann sitzt sie die ganze Zeit hier. Letztes Jahr konnte ich noch nicht mal rausgehen, haben wir das Feuerwerk gar nicht geguckt, weil die so in mich reingekrochen ist. Die kann man gar nicht alleine lassen. Also mit Tieren ist das schon immer schlimm eigentlich. Und unsere Nachbarn, die knallen auch wahnsinnig viel. Streuseltaler und Buchteln. Streuseltaler lecker, mein Gott, da ist auch gut genährt. Ja. Ja, Miriam, Weihnachten war schon, da hatten wir ja auch hier die Hütte voll und das schon ab 3 Uhr. Das ist dann, da ist man dann auch froh, ne, wenn man irgendwann mal einfach mal abschalten kann, ein bisschen Ruhe hat. Ja, vielleicht sollte das mit den Böllern mal abgeschafft werden. Wir geben da auch kein Geld für aus. Ja, da können wir uns was anderes Schönes für kaufen. Philo, meine Liebe, ich wünsche dir alles Liebe fürs neue Jahr. Rutsch schön rein. Trink nicht so viel. Dankeschön, Petra. Ja, ich wäre auch dafür. Von mir aus könnten die Knaller auch wirklich abgeschafft werden. Da kann man vieles andere Gute mit tun, mit dem ganzen Geld, was da so in der halben Stunde in die Luft geballert wird. Ja, Hannes, ich hoffe, es wird wieder ein schönes Jahr. Aber ich denke schon, wir haben richtig Lust und wir freuen uns auch darauf. Wir werden dieses Jahr auch den ein oder anderen Ausflug machen, dass wir mal andere Videos machen. Wir haben da schon so einiges Schönes vor und freuen uns da auch drauf. Ja, Christian, das kann ich, bestimmt kommt auch das noch. Aber wir haben ja noch einen, ja, mit den Livestreams haben wir schon überlegt. Ich gehe ja gerne laufen, also walken. Joggen jetzt nicht, aber ich laufe gerne. Und da ich das alleine nicht mehr gerne draußen mache, weil im Winter ist es mir zu dunkel, dann habe ich Angst, alleine zu gehen. Das ist eben so. Und dann kommt man auch nicht immer dazu und dann fehlt einem die Lust. Und ich habe schon überlegt, ob ich Livestreams auf meinem Laufband machen kann. Dann könnte ich das schön, weil das immer langweilig ist, eigentlich alleine zu laufen. Das wäre dann auch schön, wenn ich laufe und mit euch quatschen könnte. Dann komme ich auch wieder mehr zum Laufen, weil eigentlich habe ich das dieses Jahr sehr vernachlässigt, obwohl ich das super gerne mache. Aber das wäre ja auch eine schöne Idee. Ja, auch das wollen wir gerne machen. Wir haben ja jetzt die Küchenmaschine und alle Produkte, die wir so neu haben, jetzt lange im Gebrauch, so dass man sagen kann, jetzt kann ich wirklich euch mal sagen, wie ist denn die Maschine? Ist die wirklich gut? Weil es bringt ja nichts, wenn ich eine Maschine 2 Wochen zum Testen habe und dann sage, boah, die ist super. Also das können wir auf jeden Fall machen, weil die jetzt wirklich alle ausgiebig getestet worden sind und wirklich viel im Gebrauch waren. Das machen wir auf jeden Fall. Das finde ich auch eine schöne Idee, wenn euch das interessiert, dass wir die Produkte alle mal zeigen, die wir so das ganze Jahr über benutzt haben. Live auf dem Laufband macht Heidi Klum auch. Echt? Musste ich nicht? Ja, aber wenn die das kann, ne, dann kann ich das auch. Die ist jetzt ein bisschen bekannter, ne? Und die sieht ein bisschen besser aus. Aber die hat das ja nicht nötig. Also ich könnte da ja mal drauf gehen, so ein bisschen.
Ja, lieber Grüße aus Mexiko, liebe Grüße nach Mexiko zurück. Bin beeindruckt. Ja, aber wenn deine Mädchenmami, wenn deine Familie Hunger hat, musst du natürlich gehen. Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleib schön gesund und glücklich und was man alles so wünschen kann. Sandra, das war echt so nett von deinem Mann. Das war echt schön. Das haben wir so gerne gemacht. Schön, dass du dich gefreut hast. Oh, Petra, das sagst du. Also, ne? In meinem Alter sieht man nur noch im Liegen schön aus. Im Stehen muss man da mal ein bisschen was für tun. Sagt man so. Und Bewegung ist immer gut, genau. Ja, Gabriele, das ist uns ja auch immer wichtig, dass die Rezepte einfach nachzumachen sind. Deswegen versuche ich das ja auch immer gut zu erklären und zu zeigen und vor allen Dingen dann auch das darunter zu schreiben. Bei den meisten Rezepten steht die Anleitung ja schon dabei. Ich gebe mir ja da sehr viel Mühe, aber das arbeiten wir auch gerade auf, dass das immer mehr wird, dass auch alte Rezepte jetzt nochmal nachgearbeitet werden, damit ihr dann auch eine Anleitung da habt und nicht immer durchs Video seppen müsst. Wir sind da sehr bemüht. Bin nicht. Siehst du immer so toll aus. Ja, das finde ich auch. Schönheit kommt von innen. Wenn man sich innen wohlfühlt, wenn man sich wohlfühlt, dann strahlt man das einfach aus. Glaube ich, so ist das. Laufen und talken. Ja, siehst du, Chris, ich finde das auch gut. Ich glaube, das machen wir mal. Wenn Heidi Klum das kann, dann mache ich das auch. Und das machen wir dann immer so lange, bis ich nicht mehr kann. Wenn ich dann vom Laufband falle, dann ist auch Schluss. Petra, bei uns gibt es heute, mein Mann hat gerade die leckere Erdnusssoße gemacht. Da machen wir gleich Filet und Reis zu und Eis zum Nachtisch. Wir sind ja heute mit unserem kleinen Rotzlöffel alleine und haben uns das jetzt ausgesucht, weil es so lecker ist, die Erdnusssoße, die lieben wir einfach. Und da freuen wir uns jetzt auch gleich drauf. Und ich möchte euch jetzt auch gar nicht mehr länger aufhalten. Ich weiß ja, ihr habt alle viel zu tun, müsst für eure lieben Besuch, Freunde, Familie bestimmt noch einiges vorbereiten. Ich freue mich, dass ihr alle doch so spontan nochmal vorbeigekommen seid. Und es war uns wirklich echt wichtig, euch einfach nochmal ganz persönlich einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen und uns zu bedanken, dass ihr uns so die Treue gehalten habt, 2018. Richtig schön. Und ich hoffe, wir sehen uns froh und munter, gesund im Jahr 2019 wieder. Ist ja nicht mehr ganz so lange hin. Und ich habe mit dem aufgehört, was mir Spaß macht und mit dem werde ich auch wieder anfangen, mit irgendeinem richtig leckeren Rezept. Vielleicht sogar was Süßes, mal sehen, vielleicht sogar was Herzhaftes. Lasst euch überraschen. Ich kann euch jetzt allen gar nicht einzeln sagen, Tina, ich mag dich auch. Ich mag euch alle so gerne. Ich habe euch so, so lieb. Herzlichen Dank für alles. Von Thomas natürlich auch und von mir und von der dicken Elli. Jetzt da schläft. Denkt dran, lasst eure Likes da. Ich freue mich darüber. Ich würde sagen, bis zum nächsten Jahr. Bis dahin, eure Bea. Tschüss. Ach, ja.